Geschrieben und wir starten ins Game. Willkommen alle zu den Starladder I-League Season 3 Finals. Mein Name ist der Boo und wir schauen Navi gegen Fnatic. Die Pistol Round ist live. Navi ist auf der CT-Seite und wir kriegen auch Sound. Das verspreche ich euch bei meinem Namen. Machen bloß gerade keinen Sound, weil sie alle schleichen. Da ist Guardian, der Ladislav Kovac. Mit dem ersten Contact. Dennis auf 84 HP will ihn nicht besonders viel stören. Fnatic wohlgemerkt nur Armor gekauft, kein Equipment. Die versuchen drauf zu racen. Bei Navi übernimmt Seast alias Dennis Kotzin diese Verantwortung. Fnatic immer noch mit Crims 4B. Oh, das war ein Free Frag für Edward! Mann, was macht Crims da? Naja, es war seine Aufgabe, aber das sah ein bisschen unvorsichtig aus hier. Ich will nicht zu viel sagen, aber Edward hat da wirklich diesen Frag for free bekommen. Andererseits ist es natürlich schwer, diesen Tower zu erwarten innerhalb der B-Side. Kann man nicht unbedingt predikten. Damit Navi mit einem Mann Vorteil. Sie steht noch auf A. Er hat Support mit Guardian, der ja vorhin schon Contact in den Stairs hatte. Sie kommt gerade so noch weg. Guardian muss reloaden. Ist erst jetzt wieder zur Stelle. Schöner Headshot. Hüsch! Nicht nur einer, sondern zwei. Dann ist Edward nochmal da mit seinem zweiten. Der Mistle Pasta aus 1-6 lässt die alte Flamme wieder auflodern. 1-0 für Navi. Fnatic damit erstmal gestoppt auf der T-Seite. Und ich hatte es vorhin gesagt, man hat auf der CT-Seite nicht immer unbedingt ein leichteres Spiel auf Overpass. Wenn man in den Money-Strudel reinkommt, kann das sehr stressig werden. Aber, Guardian? 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 Wake up! Guardian, wach auf! Kann bitte eine Pause machen? Jetzt ist er da. Hä? Was war denn das jetzt? Und keiner schreibt was. War das geplant? Okay. Also vielleicht kurz irgendwas mit dem Kabel gehabt oder Headset-Kabel oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall stand er da erstaunlich lange AFK. Navi wollte anscheinend eh im Spot verteidigen. Kann man auch verstehen, die Tech-9s sind da auf die kurze Distanz sehr gefährlich. Jetzt bleibt der Clean Feed stehen. Ja, jetzt läuft er wieder. Ihr kennt das ja mit dem Clean Feed. Man arbeitet mit dem, was man kann. Also, zurück zum Thema. Man hat normalerweise ein einfaches Spiel auf der CT-Seite. Wenn man nicht in den Money-Strudel reinkommt. Mit der ersten Runde hat Navi diesen Grundstein gelegt, aber sie müssen diese zweite Runde auch gewinnen. Und das möglichst eindeutig, damit möglichst viele Waffen auch am Leben bleiben. Ich glaube, Seast hat da noch einen kleinen Fitzel von Flasche rausschauen sehen. Navi mit drei Spielern. Entweder im Heaven oder Richtung B. Da Richtung A, da kommt Seast rein und drei Leute schauen ihn an. Flamey bleibt noch am Leben und hält den Spot. Dann kommt Edward zurück und auch Simple ist da, der gute alte Alex. Und die Star Series, beziehungsweise Star Ladder, ist ja dafür bekannt, alle möglichen Grafiken auf der Map auszutauschen. Deswegen steht da auch Star Ladder auf Overpass. So, Fnatic also mit dem Komplett-Safe. Naja, JW hat eine HE. Wie viel Damage kann eine HE schon machen? So, Simple begibt sich hier auf ziemlich schlüpfriges Terrain. Fällt auch hin. JW geht dann down gegen Guardian und jetzt wird noch aufgeräumt. Erstaunlich, dass Fnatic mit nur Glocks und keinem Armor zwei Kills bekommen kann. Wie gesagt, da hat sich Simple aber auch weit aus dem Fenster gelehnt. Kann man mal machen. Er ist ja auch sehr confident. Er ist einer dieser Nico-artigen Spieler, der eben ins Duell reingeht und vorher schon weiß, dass er es gewinnt. Ob er es dann gewinnt oder nicht, ist die andere Frage, aber er für sich ist sich sicher. Jetzt die erste Waffenrunde. AWP für Guardian natürlich mit dabei, UMP noch für Edward und die Famas für Flamey. Während Fnatic mit 5 AKs in den Kampf steigt,
Simple schaut erstmal in die Stairs, sieht da nichts. Es wird gesmoked, es wird aggressiv gehalten hier von Navi. Gefällt mir ganz gut, dass eine Position oder eine Art der Deckung, die viele Teams dann eben vernachlässigen. Das ist der Grund, warum sie das vernachlässigen, denn JW kommt durch die Stairs und damit ist Simple erstmal abgeschnitten vom Spot. Olof geht aber noch down. Jetzt weiß Simple, dass der JW noch drin ist. Er geht in den Fight, er killt Crims, aber JW, der ist immer noch nicht fertig. 3 für ihn. Guardian und Flamey noch am Leben. Sie versuchen sich so auf der Map zu positionieren, dass sie beide Spots decken können. Flamey geht aber sehr aggressiv zugange hier und wird gespottet von JW. Der ist am Acen. Der will das Ace. Flamey zieht sie natürlich möglichst schnell wieder zurück. Und geht auf den Monster Peak. Da war zu erwarten, dass die Terroristen auf ihn warten. Dennis mit dem Headshot. Guardian 1 gegen 3. Das ist die erste Waffenrunde für Navi und Fnatic. Aber der Bombplant wird verhindert. Das gibt gerade nochmal eine Chance, auch runterzukommen in den Spot. Das tut er sofort. Versucht sich in Position zu flashen. Er weiß genau, die beiden sind im Endeffekt höchstwahrscheinlich gerade separiert voneinander. Er geht auf den Quickzoom. Aber Flasher deckt ihn mit AK-Bullets ein. Die AWP wird geholt von... Sie haben sogar ein Graffiti. Die AK wird geholt von... die AWP wird geholt von Flasher. Und damit hat Fnatic einen guten Gewinn gemacht hier. Jop, er hat reingezoomt. Schaut es euch in der Dings nochmal an. Er hat gezoomt und geschossen. Es war kein reiner No-Scope. Zumindest ich habe seinen Scope noch kurz gesehen. Na, wir hatten noch genug Geld. Die haben auch noch mal eine AWP für Guardian bereitgestellt und die CZ für Seized. Er ist wirklich gerade derjenige, der diese Funktionen übernimmt, des, naja... Man spielt normalerweise nicht gerne mit nur einer Pistole, wenn alle anderen Waffen haben, aber er nimmt diese Position ein und übernimmt diese Verantwortung. Fnatic auf der anderen Seite natürlich mit noch mehr Wind jetzt in den Segeln, nachdem sie die AWP for free bekommen haben, hat sich Olof Meister unter den Nagel gerissen. Sie sind auf dem Weg Richtung A. Sie haben auch schon sehr viel Kontrolle dort erlangt. Navi hat auch nichts, mit dem sie die Kontrolle irgendwie contesten könnten. Er hat auch Simple in einer schönen Position, aber er ist weitgehend alleine dort. Ah! Der taggt Olof noch! Aber Olof ist ein kleines bisschen schneller mit der AWP dann, beziehungsweise härter mit der AWP, denn da killt ein Schuss, während Simple mindestens 2 bräuchte. Dann haben wir das 5 gegen 4 für Fnatic. Aber vielleicht hat Simple jetzt ja auch genug Informationen geholt. Navi schon am Rotieren. 3 Leute am Spot. Dennis springt rein. Wie wird er denn da gekillt von Guardian? Guardian mit 2. Und sein Teammate Edward kommt ihm zur Hilfe. Und dann macht Guardian noch den Sack auch noch zu. Wow. Was ist denn da los gewesen? Das sah so aus, als hätte Dennis diesen Frag sowas von in der Tasche. Und dann kommt Guardian doch noch mit der AWP zur Stelle. Das würde ich gerne nochmal aus seiner Perspektive sehen. Ah, das war im Grunde genommen eine gute Situation für Fnatic, die sie hätten ummünzen müssen. Aber in dieser... Ja, da haben wir es. Genau. Da, den ersten, den kaufe ich ihm ab. Ja, okay. Ja. Das hat ein bisschen zu lange gedauert da von Dennis. Und den auch noch schön gemacht. Von Guardian. Damit auch Navi wieder zurückgebracht ins Spiel. Fnatic sofort gestoppt. Kein Geld mehr für die Schweden. Wir haben alles investiert. Digis und Tech-9s, Armor und Helmets auch. Außer Dennis, der hat keinen Helm. Da würde ich vielleicht eher auf den Helm gehen, gegen die CTs. Und dann einfach eine Digel aufnehmen von meinem gefallenen Teammate. Oh, da räumt Simple auf. Das schmeckt gut. 3 Steaks auf den Grill. Simple kommt vorbei und räumt sie ab. Flasher ist der einzige Überlebende jetzt bei Fnatic. Kriegt nochmal einen mit der Tech-9, aber wird dann geflankt von nicht nur Flamey, sondern auch Seized. Auch wenn er einen von den beiden gekillt hätte, wäre dann
Sense gewesen. Und Guardian, nice shot, ololololol. Die Mentalität ist also auch da. Fnatic wieder mit einer fast komplett safe Round. Olof investiert 800 in die Deagle. Flasher mit den Flasher und Crims mit der P250. 700. Ich bin noch so auf den 1.6 Preisen teilweise hängen geblieben. Außerdem habe ich seit neun Stunden nichts gegessen. Ich wollte mir vorhin was bestellen, aber jetzt hat die Starladder ja angefangen anzuziehen. Und nein, geben wir dem Caster keine Zeit. Dann hatte ich plötzlich nur noch 5 Minuten zwischen den Maps Zeit statt einer Viertelstunde und damit konnte ich dann auch nichts mehr bestellen. Ein guter Versuch von Dennis, simpel zu überraschen. Ja, natürlich ist er auf der Hut. Seast farmt ein bisschen Geld für die Zukunft mit der UMP, investiert in seine Altersvorsorge. Flasher ist allein, er versucht das natürlich auch irgendwie mit der P250 zu deichseln. Aber da ist Flamey. Und Navi mit einem 6:1 Vorsprung. Ja, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so deutlich anfängt. Vor allem, weil Fnatic doch die erste Waffenrunde geholt hat. Dass sein Guardian da die beiden Kills gemacht hat und so gut supportet wurde und so schnell. Dass er Edward war dann dabei und Flamey, glaube ich, auch. Ist richtig heftig gewesen. Fnatic jetzt wieder mit den Waffen am Start. 5 AKs, gut Equipment. Sie gehen freiwillig nicht wirklich auf die AWP, beziehungsweise wollen sie es nicht forcieren. Guardian auf der anderen Seite musste sie ja nicht wirklich nachkaufen. Einmal hat er sie bisher, glaube ich, verloren. Nee, zweimal, aber dann wurde sie auch gesaved. Boah, und der geht auch noch vor. Das ist wirklich der alte Guardian, den wir kennen, den wir lieben. Oder den ich liebe. Vielleicht kann ich da bei den Fnatic-Fans nicht von wir reden. Aber diese Schüsse, die muss man als Counter-Strike-Fan... Ich denke, wir sind alle Counter-Strike-Fans und es ist egal, welches Team man anfeuert. Solche Shots sind immer schön. Und dieser Spielstil ist aber auch nasty von ihm. Der ist richtig dreckig. Da vorzupushen mit der AWP, super risky. Er hatte seinen Support-Spieler natürlich dabei. Aber das erwartet man noch nicht also auf der Seite von Finet. Jetzt steht Simple wieder in der gleichen Ecke, in der er vorher schon war gegen Olof. Und das hat er auf dem Radar. Aber Guardian ist dann da, um den Refrag zu machen. Der Mann-Vorteil für Navi wird aufrechterhalten. Seas kommt von hinten, aber Guardian schießt einmal zu viel daneben. Dennis mit dem Headshot. 3 gegen 3. Die Bombe wurde auch schon gelegt. Jetzt müssen sie sich auf hinten konzentrieren. Da ist Seas mit der UMP. Währenddessen Edward zugange und Flamey ist auch da. Und dann geht dieser Retake einfach so butterweich durch, dass man sich fragt, ob Fnatic nicht Fnatic wäre, sondern ein anderes Team, dessen Name ich nicht sagen will. Sonst mache ich mir noch weniger Freunde, als ich eh schon habe. Aber nichts falsch verstehen, dass Simple sich da an den Kopf langt, das ist sicherlich nicht, weil er irgendwie denkt, oh Gott, jetzt sind wir so weit vorne. Ich hoffe, dass er keine Kopfschmerzen hat. Flamey hat ja Geburtstag übrigens. Also, @FlameyCS, schön gratulieren an alle, die Twitter besitzen. Freut er sich auf jeden Fall. Da nochmal der... Das war so das gegenseitige Whack-a-Mole. Und da Edward. Hat schon einen Grund, warum Joe Miller ihn Mistle Pastor genannt hat. Und da schöne Highlights. Auch wenn es alles irgendwie gerade Navi-Highlights sind. Wir können ja von JW, der hatte auch die eine schöne Runde. Ja, da ist es schon. Siehste, die hören mir zu. Die wissen, was ich will. Da ist die schöne Runde von JW. Der sah aus Dennis seiner Perspektive komplett anders aus, der Schuss von Guardian. Sah so aus, als wäre immer noch am Reloaden gewesen. Also jetzt Force Buy für Fnatic. Tech-9s, CZ für JW, seine alte Lieblingswaffe. Und Dennis mit der AK. Und JW kriegt doch glatt den Kill gegen Flamey. Sie ist immer noch angeflasht und kriegt gar nichts auf die Kette. Na, dann ist Edward zur Stelle mit 2 Kills. Simple kommt von kurz hinterher. Schön gepusht von Simple. Da sind die zweiten Kills. Oder der zweite Kill, besser gesagt. JW mit 2 HP.
nicht viel zu machen für ihn. Er macht es nochmal teuer. Also das Investment hat sich fast gelohnt. Hätten sie die Bombe gelegt, wäre das eine sehr erfolgreiche Runde für Fnatic gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt des Spiels will man natürlich die Runde gewinnen. Es stand übrigens wieder 7 zu 1. Das vierte Mal heute? Ich glaube, das ist rigged. Fnatic hat keine Probleme, wirklich Map-Control zu bekommen. Außer wenn Simple sich da eben so reinpusht, wie er es gerade zum zweiten Mal macht. Aber auch dann hat Fnatic mit JW zum Beispiel über die Stairs ganz gut Stress gemacht. Und dementsprechend würde ich an Fnatic Stelle eigentlich nicht wirklich viel ändern. Es liegt dann nur am Ende der Runde. Da fehlen dann die kleinen, das Quäntchen, das dann eben noch zum Sieg fehlt für Navi. AWP für Guardian und natürlich hat er wieder einen Kill im Sack. Ja, die Bombe liegt noch hinten. Die wird sich dann gleich Flasher schnappen und mitnehmen. Also wieder Fnatic. Eigentlich gut Map Control gerade. Natürlich nur auf A. Aber wenn sie dann den Execute machen, dann ist Navi relativ gut aufgestellt. Okay, Edward beweist erstmal, dass es in diesem Moment nicht so gut läuft. Aber da war zum Beispiel Simple hier einmal gegen die Eco mit einem Triple Kill. Jetzt, Flamey war das mit dem Triple Kill vorhin. Jetzt ist Simple mit einem Double Kill und die spielen so befreit auf. Schaut euch Simple mal an, wie der rumläuft. Der läuft rum, als könnte er während dem Laufen Headshots drücken die ganze Zeit. Und müsste nicht drüber nachdenken. Olof, einen ganz genauen Blick auf die AK geworfen. Baby, was machen wir jetzt? Die Waffe ist ja bekanntlich der beste Freund eines Soldaten. Und da beweist sie auch, warum. Erster Kill für ihn, dann kommt der Refrag von Simple und ein Triple Kill von ihm. Ich habe es vorhin gesagt, wenn Simple und Guardian funktionieren, dann ist es gefährlich. Auf der anderen Seite Olof und Dennis, die fehlen gerade ein bisschen bei Fnatic. Die Firepower, schaut euch dieses Aufspielen an, wie die auf die Peaks gehen, das ist schon... Schaut euch Simple an, das macht man normalerweise nicht. Der strotzt vor Selbstbewusstsein, das ist schon fast Disrespect, wie sie peaken, wie sie da reingehen. Weil sie sind auch immer instant drauf. Chosen, da hast du vielleicht recht mit dem... Gestern haben wir gut performt, heute performen wir mal nicht. Andererseits hat Navi gestern ja auch ganz gut gespielt. Wobei sie gegen so einen Underdog wie Five Power relativ viele Runden abgegeben haben. Also, jetzt wieder eine Anti-Eco. Normalerweise gefährliche Runden mit der Tech-9 und den Armors. Fnatic ist vorhin auch relativ gut auf den Spot gekommen, auf B. Aber dann waren die Backstabber da. Jetzt Simple zum ersten Mal mit Aim-Problemen nicht sofort drauf gewesen. Und da sieht man schon, wie schnell das geht, dass Guardian da zwei Kills macht. Eigentlich wollte ich sagen, dass der Spot verloren wird. Ich dachte, dass Guardian hier umrannt wird, umlaufen wird und keine Schnitte mehr hat. Ja, Crimson und Flasher sind auf jeden Fall noch zusammen. Die können die Bombe eventuell legen. Crims hat jetzt eine AWP aufgepickt. Er wird instant gekillt von Edward. Und jetzt liegt die Bombe dort auch noch. Also ganz unglücklich. Ja, wenn es schlecht läuft, dann läuft es richtig schlecht und dann hast du auch noch Pech. Oder wie ist dieses Fußballzitat? Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Wow. Einfach krass. Ich hätte es mir selber nicht so vorgestellt, wirklich. Aber vielleicht ist Fnatic auf der CT-Seite dann genauso stark. Sie hätten alles, was man braucht. Dazu. Theoretisch. Müssen es nur irgendwie hinkriegen. Also ein 10 zu 1 bei Navi gegen Fnatic. Come on, da kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie hätte kommen sehen oder irgendwas in der Richtung. Schau mal, wie defensiv die jetzt schon spielen müssen vor A, weil Navi einfach komplett no F's given, sozusagen. Sie spielen so aggressiv und das schon zum wiederholten Male, schon zum, die dritte Runde, in denen sie einen Spieler dort positionieren. Das war zuerst immer nur Simple, jetzt aber auch siehst, Simple fällt zurück, währenddessen Flasher den B-Spot aufgerissen. Er hat auch Support mit Crims, die Bombe ist auch auf dem Weg, das schaut nach einer gar nicht so schlechten Runde aus für Fnatic.
Wenn es da nicht Flamey gäbe. Edward, was? Was? Flasher. Den macht er doch im Schlaf normalerweise. Kriegt Fnatic jetzt etwa das, wirklich das Nervenflattern hier? Ich denke nicht. Ist kein Entscheidungsspiel. Die könnten eigentlich normal aufspielen. Jetzt Dennis im 1 gegen 3. Er war im 1 gegen 4 temporär und die waren alle angeschossen und er kriegt trotzdem keinen weiteren Frag. Das ist bitter, das ist bitter. Ich wünsche mir wirklich eine knappere zweite Halbzeit. Also, dass da Edward sich mit Air runterschlängelt, im Flug so ein bisschen rummoved und Flasher, den er nicht bekommt. Schon ungewöhnlich, was da ist. Ich flame ungern und ich glaube auch nicht, dass ihr das als Flame anseht. Das ist Enttäuschung meinerseits gerade. Das ist rein Enttäuschung. Siehst, simple, Guardian simple, 16 Kills. JW mit 7, der nächste. Ja. Die AWP Frag Leaders. 11 Kills mit der AWP Guardian. Die müssen ihnen das Teil abnehmen. Das geht aber nicht mehr, weil sie schon 7000 angespart haben auf der Seite von Navi. Also da kann man auf jeden Fall noch einmal sehr gut kaufen und das zweite Mal, wenn man ein paar Waffen gesaved hat, nochmal nachlegen. Vor allem mit dem Mini-Loser-Bonus, der 1-4 wäre in dem Fall. Da kann man schon nachkaufen dann für Navi. Und die, schaut euch das an, die sind zu viert in der Mitte jetzt rein in die Stairs mit zwei Spielern. Jetzt gehen sie wieder zurück. Die machen, was sie wollen, die rennen eigentlich nur noch. Die drücken nur noch W und dann lenken sie so ein bisschen mit der Maus. Das ist alles, was Navi macht. Wow. Fnatic schaut irgendwie eingeschüchtert aus. Ich hoffe, dass sie in der zweiten Halbzeit das aus dem Kopf kriegen. Und besten Fall jetzt noch. Denn jetzt haben sie noch die Chance. Jetzt haben sie noch drei AKs und eine UMP. JW hat vorhin noch irgendwo eine liegen lassen. Das war eine AK, die er hatte. Ja, schöner Frag von Flasher. Der zweite will aber nicht. Flamey mit 20 HP, der rennt einfach nur noch davon. Simple ist noch da, jetzt supportet Flamey ihn. Und da geht Dennis irgendwie den beiden voll auf den Leim. Der denkt wirklich, dass sein Flamey noch auf kurz steht oder überhaupt jemand auf kurz steht. Ist ja gut, dass er es checkt, aber rechts muss ja auch gecheckt werden. Und die Runde geht wieder den Bach runter für Fnatic. Wow, das scheint so, als wäre Starix zu kicken der richtige Move gewesen. Und auch Zeus nach, oder Zeus eigentlich, zu entlassen, auch der richtige Move. Und man sieht auch die Anspannung in Dennis' Gesicht. Der war gestern nicht gut drauf. Vielleicht ist er krank. Also, klingt jetzt dumm, aber der schaut mir nicht so gesund aus. Normalerweise hat er immer eine relativ gesunde Hautfarbe. Jetzt ist er ein bisschen rot. Ich komme mit den wildesten Theorien jetzt an, ich weiß. Aber irgendwas, irgendwie muss man sich das ja erklären. UMP für JW und Olof. Der will hier vielleicht Olof jetzt keine UMP geben, sondern lieber die AK. Guardian aber. Oh Mann, das ist crazy. Dann haben die auch noch so ein Pech. Genau zu dem Zeitpunkt ist Simple an diesem verdammten Stein. Also genau dann, wenn Guardian einmal verschießt, so einen. Also Guardian verschießt schon öfter jetzt gerade, aber ich meine, dass Guardian den ersten Schuss verschießt, kommt gerade selten vor. Und dann steht Simple genau dort, wo Guardian ihn gerne hätte, damit er ihn supportet. Davor war Guardian dort alleine oder auch Simple war dort alleine und Fnatic hätte das easy den Frag gemacht. Genau in dieser Runde. Heftig. Dennis und Crims also irgendwie chancenlos in diesem 4 gegen 2. Wir haben vorhin in den vorhergegangenen Spielen schon ein paar gute Situationen gesehen, wo auch Teams Runden gedreht haben. Mit einem 4 gegen 2. Also ich will sie nicht abschreiben. Bin hoffnungsvoll. Dennis hat keinen Helm. Könnte relativ schnell sein Tod werden. Flamey auf 8 HP, Guardian ist down. Wir checken die Ecken. Edward ist sich da am Verstecken. Sprayed an. Kriegt den ersten, der zweite. Das ist Dennis, da ist er wieder, der alte Dennis.
Er leuchtet und scheint. Oh, aber sie ist, kommt von hinten und Dennis hat keine Ahnung. Aber er legt die Bombe entsprechend. Doch, er hat es auf dem Radar. Er weiß, sie ist normalerweise auf B. Er kommt weg. Hat das sie ist gehört. Ja, jetzt teast Dennis ihn nochmal. Versucht ihn nochmal ranzulocken. Sie ist geht aufs Duell und das war schön gewählt von Dennis. Genau so wünsche ich mir den. Genau so spielt er eigentlich jeden Tag. Den kannst du mitten in der Nacht aufwecken, vor den PC setzen und der gewinnt 9 von 10 Clutches. Aber heute anscheinend nicht. Und jetzt endlich diese eine kleine Situation. Ich hab's gesagt, das 4 gegen 2. Wir sehen es. Bitte, nennt mich, Horst Radamus ist ja schon, vergeben. Ihr könnt euch was ausdenken. Ob ich es adaptiere, weiß ich dann nicht. Vielleicht der Booster Damus. Wäre irgendwie doof. Oh, jetzt. Schöne Kontrolle von Fnatic. Edward kriegt nur einen. Schöner Refrag, sehr wichtig auch. Simple. Ist er noch in den Toiletten, aber er übernimmt sich. Crims mit dem wichtigen Kill hier, den Spielervorteil herzustellen. JW jetzt, glaube ich, das erste Mal in der AWP überhaupt. Und er kassiert sofort gegen Guardian. Flamey mit der Autosniper. Die haben ja genug Geld. Für die letzte Runde ist das easy going. Smokt Fnatic erstmal lang ab, damit ihre Spieler aus der linken Seite wieder rauskommen können. Versuchen nochmal zu rotieren. Und da ist Seast. Der steht da ganz übel in der Ecke. Früher habe ich Counter-Strike immer Camper-Strike genannt. Könnte man jetzt natürlich, wenn man ein übelgesinnter Mensch ist, auch Seast ankreiden. Aber das ist ein intelligenter Camp gewesen. Jetzt ist er nämlich hinter den T's. Er hat sie gehört. Grims ist schon paranoid. Oh, er hört ihn auch. Aha, der Spray. Sah nicht ganz so geil aus. Aber am Ende ist es sein dritter Frag und das ist alles, was zählt. Flamey ist noch mit der Autosniper oben dran. Guardian mit der AWP. Guardian holt sich Dennis. Die Bombe ist aber schon auf dem Spot. Sie wird gelegt. Flamey versucht ein bisschen durchzutackern. Kommt aber nichts. Auch No-Scope wird getackert. Guardian kassiert ein bisschen. 7 HP für ihn. Flasher finisht ihn. Damit Flamey. Ja, wechselt da auf die AWP. Hat keinen Bock mehr. Ich mach's mit Skill. Da kommt der Erste. Flasher meint's gegen 1. So, oh, der No-Scope will nicht. Und Flasher gewinnt diese wichtige dritte Runde. Ah, die Erleichterung von Dennis. Aber gleichzeitig ist es nicht nur die Erleichterung, sondern das Bewusstsein. Jungs, das wird auf keinen Fall leicht. Simple trinkt hier Salsa-Soße. Bisschen Wasser reingeschüttet. Ja. Lockdog, Fnatic kommt nach der Hälfte wieder mit einem Pixelwalk um die Ecke. Das wäre natürlich easy. Ja. Was? Also Fnatic braucht die Pistole. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Sie brauchen alle Runden. Sie können sich keine Fehler erlauben. Sobald sie einen Fehler machen, zumindest wenn sie in den ersten 7 Runden Fehler machen, werden sie höchstwahrscheinlich noch nicht genug Geld angestaut haben, um das easy zu verkraften. Ich sage jetzt mal, okay, wenn sie jetzt 7 Runden mit 5 Mann überleben, davon gehe ich jetzt aber nicht aus. Ich gehe davon aus, dass in den ersten 7 Runden auch ein paar knappe Runden dabei sind. Dann könnte es sein, dass Fnatic nicht besonders viel Geld angespart hat und deshalb schnell ins Straucheln gerät. Auf der anderen Seite hat Navi auf ihrer T-Seite, und das ist ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen, taktisch gesehen, du bist 12 zu 3 vorne, du bist auf der T-Seite, du kannst 5 Runden lang B rushen und es ist vollkommen egal. Dich juckt das nicht mal. Dann steht's 12 zu 8. Ja und, es sind immer noch 4 Runden Abstand. Nur theoretisch. Die Mentalität, die dahinter steckt, das ist der Key-Faktor. Also, damit hat Navi die Möglichkeit, viel auszuprobieren und auch
mal zu faken und mal Runden zu spielen, die sie normalerweise nicht spielen würden, weil sie höchstwahrscheinlich nicht zum Sieg führen. Aber dann, wie kann sich ein, also ich sage das immer wieder, auch in meinen Casts wiederhole ich das auch manchmal, sie können sich ein Image erarbeiten wie ein Pokerspieler, der eben öfter mal hoch reinbettet am Anfang und nie was hat und dann denken die Leute, ah, da hat er eh nichts und dann bettest du eben hoch rein, wenn du was auf der Hand hast und bash die komplett, weil sie denken, ha, da hat er eh nichts. Und das ist eben der Chip-Leader. Der hat diese Kontrolle über den Tisch. Und Navi ist praktisch der Chip-Leader. Die können jetzt kontrollieren, wie schnell, wo es lang geht, was sie machen. Mit Tech-9-Pushes, die können einfach force-buyen, wie sie lustig sind. Da ist so viel dabei. Man darf aber nicht vergessen, wenn man in dieser Situation ist, das ist ein Luxus. Und wenn man Luxus hat, muss man ihn auch immer wertschätzen. Viele Teams vergeigen dann den Luxus und kriegen dann plötzlich das große Zappeln, weil sie merken, oh Gott, der Gegner schließt auf. Und dann kommt das Zittern und dann gewinnen sie die Runden, die wichtig sind, nicht mehr. Ich bin gespannt auf diese Halbzeit. Fnatic braucht auf jeden Fall die Pistol. Und Simple hat schon den ersten Frag. Jetzt kommt Crims und Olafmeister. Guter Support von Crims. Er rettet da Olafmeister auch in gewisser Art und Weise die Haut. Aber Flamie, der hat sich durchgeschlichen auf den B-Spot, könnte jetzt nochmal richtig gefährlich werden. Er hört sie, aber die Glocke nicht die richtige Waffe. Er kriegt trotzdem einen Headshot, hat genug Schuss. Da kommt der zweite. Er nimmt sich die Zeit und er kann nochmal reloaden, weil Crims keine Bullets mehr hat. Jetzt Crims auf einem HP, hat 99 Damage kassiert. Guardian muss ihn einfach nur noch ein bisschen anpusten und er fällt um. Flash im 1 gegen 3. Das schaut ganz, ganz schlecht aus für Fnatic. Jetzt kann er nochmal zaubern, der liebe Flasher. Er hat es so oft gezeigt, dass er auch drei Spieler gleichzeitig töten kann. Und das kann er diesmal nicht. Siehst, ist da. Sie überwältigen ihn zusammen. Navi mit dem 13 zu 3. Was für ein schönes Teamplay da zuerst von Fnatic. Und dann kam Navi. Dank Flamey, dank einer Einzelleistung, der drei Spieler auf sich nimmt. Da hat er gewusst, okay, letzter Bullet, muss ich Headshot drücken. Ich warte mal eine halbe Sekunde und aime, statt einfach nur zu klicken. Also, wow. Damit Fnatic mit dem Rücken an der Wand. Haben alles gekauft, was sie können. Ganz normal. Praxis. Hat jetzt nichts unbedingt mit der Scoreline zu tun. Einer wie in voller Kontrolle, wie es Pascha sagen würde. Ich habe es nur wortwörtlich übersetzt. Oh, schön von Flasher. Das ist die alte goldene CZ, die wir kennen. Versucht sich die Waffe herzunaden. Nicer Versuch, aber dann kommt Simple gleichzeitig von hinten und das war natürlich sehr unglückliches Timing. Gleichzeitig kommt Dennis dann von hinten Richtung Simple. Der Backstabber backstabbt den Backstabber. Ah, Guardian, bisschen AK-Probleme hier gegen Olaf, aber nachdem die Pistols hier mit Erbsen schießen gegen das Armor, auf diese Distanz zumindest nicht viel Gefahr. Zumindest keine imminente Gefahr. Deswegen konnte er sich Zeit nehmen. Trotzdem ist er auf 22 HP unten. Also jetzt kann er sich keine Zeit mehr nehmen. Zum Beispiel gegen JW. Der killt ihn mit der P250. Holt sich die AK. Er hat Helm und Armor. Dadurch auch gut ausgerüstet gegen die UMP. 2 gegen 3. Es wird nicht leicht für Navi. Oh, boah. Dieser Spray. Gleichzeitig ist auch Flamey zur Stelle. Und Crims ist allein. Das sah so vielversprechend aus. Jetzt muss Crims zaubern. Mit der 5-7. Allein gegen 2. Er ist noch abgesmoked. Sie faken erstmal. Jetzt müssen sie aber planten. 7 Sekunden war noch auf der Uhr. Crims versucht den Planter beim Weggehen zu erwischen. Das gelingt ihm erstmal nicht. Beide Ts spielen das zusammen aus. Sie gehen weg. Sie lassen ihn arbeiten. Und er hat keine Smoke. Dadurch eine sehr schlechte Position für Crims. Da ist Flamey mit dem Headshot. Navi überlebt diese Runde mit Ach und Krach. Hätte eigentlich an Fnatic gehen müssen. Schau mal, Simple. Der zeigt richtig Teamplay-Charakter, Freundschaft, Kameradschaft. Sachen, die man ihm früher nie und nimmer bescheinigt hätte. Aber ich wusste immer, dass er es in sich hat. Es ist einfach verdammt schwer,
wenn du so ein Ausnahmetalent bist und in einem, wenn du noch nicht so weit bist, aber du schon so gut spielst, als wärst du so weit, das ist verdammt schwer. Gibt auch im Eishockey, ach, da reden wir nachher drüber. Fertig. Der UMP für Dennis, CZs an drei Spielern und die 5-7 für Crims. Er hat sich jetzt auch in diese Surf-Ecke begeben. Edward mit seiner eigenen UMP unterwegs. Nicht wegen Geld oder ähnlichem. Ist einfach sparsamer. Falls Fnatic jetzt zurückkommen sollte, hat man dann noch ein bisschen Geld gespart. Da kommen die Smokes. Dennis wird abgeschnitten. Fnatic weiß nicht genau, was gerade passiert auf der Map. Jetzt wird JW rausgeschickt, um ein bisschen Info zu sammeln. Unten in den Abwässern. Sie ist es aber zur Stelle gegen Dennis. Oh, Simple Spray da durch den Smoke. Flasher mit 2 HP. Der wird sich grün und blau ärgern. Wie unglaublich deprimierend das sein muss, wenn du da gerade so eine halbe Runde hast. Und dann wirst du durch den Smoke niedergesprayt auf 2. Ganz bitter. Jetzt nochmal die Hoffnung. Olof mit der CZ. Schöne Flash. Er kriegt wenigstens einen Frag. Kein schlechter Trade. Der Backstabber muss sich beeilen. JW, nimm die Beine in die Hand. Renn. Die brauchen dich. Crims auf 12 HP. Wenn er jetzt kommt, ist er auch schon zu spät. Wenn, dann hätte er sich früher beeilen müssen. Ah, kriegt wenigstens eine AK. Oh, oh. Sie haben ihn nicht mehr auf dem Radar. Warum schaut da keiner nach hinten? Gut gemacht dann doch von JW. Muss ich meine Aussage revidieren. Crims hat auch überlebt mit 12 HP. Und dann kommt Flasher nochmal. Nein, JW mit dem Triple. Flasher war der Assist. Und JW dann doch goldrichtig gewesen. Also, Navi hat ja nach hinten geschaut. Da dachte ich mir, JW hat sein Timing verpasst. Na, dann wie gesagt, wisst ihr was? Wir haben noch Bock, ein bisschen weiter zu spielen. Macht gerade so viel Spaß. Eigentlich treffen wir so gut. Lass mal so tun, als würden wir ihn nicht sehen. Und dann kommt JW. Schöne Shots auch. Das war krass. Und das von einem AWP-Spieler. Die AWP jetzt für Dennis. Deagle für Guardian. Dalil für Seast. Also das ist eine Entscheidung, die kann ich nicht nachvollziehen. Save doch einfach. Ist doch wurscht. Also echt, 10 Runden Abstand. Oh, oder macht es gleich dicht. Mir auch egal. Ah, Crimson Olof. Schön gespielt. Jetzt ist sie simpel alleine. Ja, er erwartet da jemanden auf der linken Seite. Ist er komplett auf dem falschen Dampfer. Ah, schön gespielt von Fnatic. Also, ich glaube, ich muss das gerade erklären, warum ich gesagt habe, lass das doch einfach. Wartet doch. Ja, ich bin konservativ, das habe ich auch schon zugegeben. Du bist 14-4 vorne. Jetzt hätten sie diese Runde gewonnen, wäre Fnatic natürlich broke gewesen und dann hätte, oder fast broke, je nachdem, ob sie was saven oder nicht oder wie viel Geld sie da noch haben, dann hätte Navi instant gewinnen können. Aber savest du, verlierst du ja auch nichts. Ich meine, dann steht es halt 14-5. Dann hatten sie ja jetzt einen Fullball gehabt. Ist sehr kupfig gesprungen. Und die haben mehr als genug Zeit, da was zu machen. Kann man also so oder so sehen. Ich denke, 99% der Teams hätten da auch geforce-byte. Ich denke, ich hätte es auch selber gemacht. Aber wenn man so drauf schaut, denkt man sich immer, lasst euch doch Zeit, ihr habt doch nur noch 2 Runden zu gewinnen. Denk. Warum eine Galil und eine Deagle mitnehmen überhaupt? Sag nicht, dass es die Philosophie ist, aber es ist eine Möglichkeit, das eben anders zu spielen. Ja, die Runde ging dann ganz gut runter. Jetzt baut Fnatic langsam aber sicher ein kleines Polster auf. Und Navi nimmt die taktische Pause. Sehr gutes Timing meiner Meinung nach. Also, sie haben den Platz, sie haben die Pause, kostet nichts. Warum sollten sie nicht drüber reden, wie sie dieses Spiel möglichst schnell beenden können? Ansonsten gibt es Teams, die sagen, ah, es steht 14-5, kein Stress, oder 14-6, kein Stress. Wir können ja noch ein paar Runden so weitermachen. Und dann, wie gesagt, dann kommt das große Zittern und das große Schwitzen. Und dann plötzlich sagen sie, ja, scheiße, wir brauchen jetzt, oh, Entschuldigung, ja, dumm, wir brauchen jetzt ein Timeout. Und
Dann denke ich mir, warum habt ihr das Timeout nicht vorher genommen, als ihr noch 8 Runden Abstand hattet und 8 Runden was zu probieren, was zu verändern und dann sogar noch 3 andere Timeouts? Dann nimmst du doch einfach jede Runde einen Timeout und machst jede Runde eine neue Strategie. Das sind eben manchmal Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also ich würde diesen Tag nicht vor dem Abend loben. Es ist zwar schon Abend, aber ich würde auf jeden Fall dieses Spiel noch nicht als abgehakt ansehen. Crims, schöner Double Kill, Triple Kill. Jetzt übernimmt er die Ladung. Die Load ist auf seinen Schultern. Simple und Seas, die beiden S-Brüder gegen den Rest von Fnatic. Keine einfache Aufgabe. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Navi dann Timeout genommen hat, um dann so einen plumpen, tut mir leid, aber plumpen B Monster Go zu spielen. Das kann man auch in den ersten 30 Sekunden callen. Ja, vielleicht kommt dann nächste Runde was Besonderes. Simple wird hier erstmal nichts Besonderes mehr bringen. Das liegt jetzt alles bei Seast. Das ist eine normale AK. Warum gibt es eigentlich keinen Default-Skin mit Stat-Track? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Also ich finde, die normale AK ist durchaus schön anzusehen. Außerdem so Classic. Oldschool Vietcong-Spieler werden sich jetzt freuen oder auch die Call of Duty-Leute. Oder eben auch die alten 1.6-Zeiten. Da war die AK auch einfach nur braun und grau. Ja, letzter Frag war ja nur eine Frage der Zeit. Fnatic nimmt also Fahrt auf. Die kriegen jetzt auch immer mehr Kohle. Sie bleiben zum Großteil am Leben. Sie haben jetzt vor allem auch Crims, der Verantwortung übernehmen kann. Da schaut euch das nochmal an. Superschön. Dann gespottet, weggegangen, Zeit rausgeholt, genadet, gesprayed und wieder gemacht. Hör mich schon fast wieder an wie Warhol. Zoom, Aim, Flick, Shoot oder irgendwie sowas war, glaube ich, sein AWP-Guide. Ah, ja. Also, Flasher. Gegen die Deagles von Navi. Die spielen das, als wäre es ein ganz normales Spiel, obwohl sie ja eben nur 2 Runden brauchen. Jetzt, also die Deagles, das mit der Galil kann ich noch nachvollziehen, da hast du eine gute Chance noch zu gewinnen, aber das mit den Deagles, warum? Fnatic hat eh genug Geld. Selbst wenn es jetzt immer 1 gegen 1 endet, hat Fnatic mehr genug Kohle, mehr als genug Kohle, um weiter kaufen zu können. Oh ja, natürlich schnitten Andy. Aber da ist ja der K98. Der gute alte K98, Mann. Wie ich diese Waffe geliebt habe, egal in welchem Spiel. Gibt ein K98, sofort holen, egal in welchem Spiel. Oh, Dennis mit dem Brett gegen Flasher. Unerwarteter Start in diese Runde, beziehungsweise, naja, Start in die Runde ist übertrieben. Start ins Killing. Der Start des Tötens mit dem Headshot von Seast. 4 gegen 3. Dank Dennis zweiten Kill. Jetzt mit der AWP auch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ah, Seast. Und Guardian. Das wäre jetzt nochmal ein Ding, wenn sie das gewinnen. Aber Guardian kann die Bombe nicht planten. Und damit Fnatic mit einer weiteren Runde auf dem Scoreboard. Sehr wichtig für die Konfidenz, hier keine Fehler sich zu erlauben. Wie gesagt, die hätten sich durchaus so den einen oder anderen Schnitzer vielleicht erlauben können mit einem 1 gegen 1 oder sowas in der Richtung. Auch diese Runde kann man schon fast als zu knapp betiteln, denn das verhindert, dass Fnatic Geld aufbaut. Navi braucht noch 2 Runden. Nach einer Runde saven zu müssen, wäre für Fnatic der Genickbruch. Sie haben jetzt genug Geld, um nach einer Runde nicht saven zu müssen. Aber wenn die Runden so knapp werden, dann kann man sie in diese Situation wieder reinbringen. Also Navi hat hier gute Arbeit geleistet mit den Deagles. Die wollen sich eben, wenn sie eine Runde gewinnen, den Job möglichst leicht machen, dann auch gleich die 16. nachzulegen. Jetzt pusht Navi mit 3 Spielern auf A lang.
zwei noch im Underpass. Davon ist einer Simple, der an den Stairs ist und der Bombenträger sieht, joint seinen Teammates gleich. Wird erstmal methodisch die Toiletten aufgeräumt. Siehst, muss ein bisschen aufpassen, aber Simple ist ja unten. Also werden sie zusammen die Stairs auch kontrollieren können. Und Fnatic, die Spannung steigt für sie. Sie wissen, gleich kommt ein Execute. Sie haben kaum wirkliche Informationen. Flasche, könnt ihr was hören? Und jetzt kommt ein Triple Boost. Oh, jetzt kommt das Trick Play. Guardian ist aber geflasht. Er sieht noch nichts. Nicht verboten, aber er sieht niemanden. Glücklich nochmal für Fnatic, denn es war ein Millimeter davon entfernt, sich zu zeigen. Jetzt hat Guardian einen kleinen Winkel, aber Olaf sieht seinen Arm rauspieken. Schöner Frag von ihm, Flasher mit dem nächsten 4 gegen 3 für Fnatic. 14 zu 9 oder 15 zu 8, das ist die große Frage. Olaf huntet sie, 9 Sekunden auf der Uhr, er weiß, sie können nicht mehr planten, er will sie fraggen. Er will verhindern, dass Navi drei Waffen saven kann. Ungewöhnlich, aber eben der Scoreline geschuldet. Edward, der schuldet niemandem mehr was. Zwei Frags so zu machen. Dennis und Crims erstmal bye-bye. Aber, wie gesagt, ungewöhnlich, dass Navi da saven geht mit drei Waffen. Macht man auf der T-Seite normalerweise nicht. Normal hättest du jetzt reingepusht, hättest die Bombe irgendwie noch gelegt und dann versucht es zu verteidigen oder beim Versuch zu sterben. Aber so haben sie nochmal eine Galil für Guardian dabei. Nicht besonders viel Equipment für Edward und Flamey. Fnatic auf der anderen Seite hat wieder ein paar Tote betrauern müssen. Aber nicht zu schlimm für sie im Moment. Zählt einfach nur Runde nach Runde zu gewinnen. Das ist Fnatics Ziel und das klappt erstaunlich gut gerade. Navi hat ein bisschen zu viel auf diese eine Karte, auf diesen Triple Boost gesetzt. Jetzt sind sie ein bisschen erfolgreicher, als sie Richtung A gehen. Aber Dennis sitzt in den Toiletten. Er kriegt den einen Frag gegen Flamey. Dann ist Simple zur Stelle. 3 gegen 3. Olof sitzt noch am Truck. Muss sich auf zwei verschiedene Winkel konzentrieren. Den ersten hat er gedeckt. Jetzt weiß er, dass einer schon im Spot ist. Damit ist seine Position ein bisschen geschwächt. Flash schön gedodged. Schön ausgewichen hier. Guardian versucht verzweifelt hier noch einen Frag zu bekommen. Siehst es da, da kommen die beiden Frags für Navi. 2 gegen 1. Crims ist an den Stairs. Der hat vorhin schon mal richtig krass ausgeteilt. Und auch hier hätte er die Option, diese Runde zu gewinnen. Er hat ein Defuse Kit, aber er hat leider keine Smoke oder sonstiges Equipment. Er wartet auf den Fehler. Guardian ist zu offen gestanden. Sie wussten nicht, wo Crims ist. Er versucht, die Flash zu faken, aber es... Ah, aber das war ein bisschen zu übertrieben. Dadurch wurde er erwischt, als er die Waffe noch nicht ready hat. Ganz bitter für ihn. Navi mit dem 15 zu 9 jetzt mittlerweile. Ja, und die Starladder denkt, es wäre gleich zurück. Es wäre gleich vorbei. Ihr könnt übrigens, ich lese gerade kurz den Chat. Ja, Knifefront wird nicht gecastet, Xstar 66, das ist seit Anbeginn von Counter-Strike so. Wer eine Knifefront Play-by-Play castet, das ist einfach sinnfrei. Verstehst du? Man sieht, was da passiert, da musst du nicht Play-by-Play casten. Oh, der erste Spieler wird geneift von Spieler A. Der zweite Spieler wird geneift. Jetzt ist es ein 2 gegen 1 in der Knife Round. Wow. Was? Nein, macht man nicht. Tut mir leid. Das ist auch im Englischen so. Und das wird auch so bleiben. Und deswegen sage ich das den Juniors auch. Und das sage ich denen ja auch nicht. Hey, du Depp, was castest du da die Knife Round? Sondern ich sage, Jungs, die Knife Round wird nicht gecastet. Ja, also wenn er die Knife Round castet, dann hat er sich da ja gerade gut die Hosen runtergelassen. Tut mir leid, Slivo, finde deinen Twitter-Account extrem unterhaltsam, aber eine Knife Round castet man eigentlich nicht. Außer
man macht es zum Beispiel so, wie es früher gemacht wurde, auch von Joe Miller und Red Eye, dass man sie in Akzenten castet. Oder wie es zum Beispiel Sadokist gemacht hat, einmal hat er es gemacht, in dem Speedcast, in Double Time. Das kann man dann machen, das ist ja auch Entertainment. Aber eine Knife Round zu casten, das wäre es eine Waffenrunde. GG. So, kommen wir zurück zum Spiel. Navi mit dem 15 zu 9, 6 Matchpoints. Sie stehen gerade 1 zu 0 im Swiss-Format. Olaf mit der Mac 7. Da kann er nicht verschießen. Ein Olaf verschießt er nicht unten drin in den Stairs auf die Distanz mit der Shotgun. Simple mit 13 HP nochmal davon gekommen. Jetzt ist Seize da oben mit dabei. Fnatic natürlich nicht die beste Ausrüstung. Flasher kriegt noch ein, aber JW wird währenddessen noch getradet. Dann ist Edward zur Stelle gegen Flasher. Der A-Spot ist komplett verloren. Es ist Crims mit dem Defuse-Kit, mit der Smoke, mit der Flash und dem M4A1. Er ist einer der stärksten gewesen in diesem Spiel für Fnatic. Hatte seine guten Momente. Jetzt muss ein 1 gegen 4 klatschen. Die Zeit läuft gegen ihn. Die Bombe tickt immer schneller nach unten. Jetzt hat er auch noch von Simple einen kleinen Anschuss bekommen. Und das lenkt ihn natürlich noch weiter ab. Und dann ist Flamey da. Navi macht den Sack endlich zu, nachdem Fnatic doch 6 Runden zurückkommen konnte. Es ist dann doch zu Ende. Schade für Fnatic. Sie sind aber noch nicht raus, also nicht schlimm. Aber dass sie da so eingesteckt haben auf der ersten Halbzeit, das ist natürlich schon übel. Das ist ein Statement von Navi. Fnatic muss sich jetzt nochmal zusammenraufen.